So, mit diesem Blitz hier sind wir wieder beim dritten Part schon bei der Demo angekommen und wir schauen nochmal, was uns in dieser Burg erwartet. Ob wir denn heute ein bisschen weiterkommen. Man kann auch, wie man sieht, mit dem Schwert so auf Objekten herumhüpfen, wenn man es denn gut kann. Ich kann das nicht gut. Ich wackel da mir ein bisschen zu sehr rum. Ach, und wir können endlich wieder Feinde zurückstoßen. Ist das schön. Habe ich ja schon so ein bisschen vermisst. Aua. Gott sei Dank waren wir gerade in der Unverwundbarkeitszeit, als wir in die Stacheln hier unten reingefallen sind. So, ihr schießt Feuer. Das Teil von euch geht allerdings. Gehen wir doch mal da hoch. Ach, so einen Raum kennen wir ja schon. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So. Das sollte wunderbar funktionieren. Ich würde gerne mal wissen, was diese Verteidigungsschwert denn macht. Hm. Okay. Geh in das Schwert rein. Ah ja, okay. Ich sehe schon, was das Schwert macht. Was mir nicht gefällt, ist die Tatsache, dass ich schon wieder ein bisschen aufs Maul bekommen habe. Durch die paar Gegner. Ein drehender Spiegel, den haben wir hier. So, wunderbar. Stirb, Kronleuchter, stirb! Bei der Macht meines Schwertes. Da, hier ist eine Fairy Chest, taking no damage. Also heißt, wir müssen... Geil, ich bin einfach runtergelaufen. Wunderbar, gut, können wir vergessen. Oh, Menno, bin so schlecht. Gebe ich mir doch Mühe, nicht so schlecht zu sein. Diesmal können wir nicht blocken. So. Huch, das war ein bisschen knapp. Aber wir haben es ja irgendwie geschafft. Ich ja gerade auch einfach pur reinrennen. Ich habe nichts anderes als Schaden verdient. So. So. Gut, mit ein bisschen Taktik können wir die Gegner auch gekonnt umgehen. So, du bist ein Feind. Warte ich doch, bis du einmal rumgedreht bist. So, wunderbar. Hat ja eigentlich ein recht einfaches Angriffsmuster. Wenn wir ein bisschen stärker würden, wir die sogar mit zwei Schlägen besiegen. Sehe ich gerade richtig. So, das kommt auch alles kaputt. Da ist nichts, wie es scheint. Aber das stört uns in keinster Weise. Wir klettern einfach weiter nach oben. Hallo. Defeat all enemies. Okay. Klingt nach einer Aufgabe, die eines Helden würdig ist. Das Problem ist, du machst sehr viel Schaden. Level 15. Und hältst sehr viel aus. Das andere Problem wiederum ist, dass du kein richtiges Angriffsmuster hast, dass du eigentlich total simpel zu bekämpfen bist. Wenn du alleine bist, zumindest. So. Give me the fairy chest. Ach ja, hier findet man die Runen drin. Vampire Runen. Für die Armschienen. Okay. Bin ich einmal gesucht. Bin ich ja mal gespannt, was das bringt. Werden wir nach unserem nächsten Tod erfahren, der wahrscheinlich nicht mehr allzu lange hin ist. Laut meinem Leben zumindest. Oh, ein Hähnchen. Ja, wenigstens ein bisschen Haltung. Man erkennt immer die angreifenden Spiegel daran, dass sie wackeln. Sollte aufgefallen sein. Hm. Gehen wir da nochmal raus. Was ich auch interessant finde, man kann Feinde resetten, wenn man den neu... was haltet ihr denn auf einmal aus? Indem man den Raum neu betritt. Also, sie setzen sich an ihre alte Position zurück. So, der Zombie ist tot. Ihr seid auch alle tot. Eine Kiste mit Geld. Schade. Ein Blueprint hätte mich vielleicht doch ein bisschen mehr gefreut. So, jetzt müssen wir aufpassen, ne? Damit der uns hier nichts antut. Dankeschön. Da links drin ist eine Kiste. So,
Das hält nichts aus, aber das andere Auge, was nach mir schießt, geht mir vielleicht effizient auf den Sack. Ich warte, bis es nochmal schießt. Oder auch nicht. Dankeschön. Gratis Gold. Immer gerne gesehen. Nehmen wir auch mal. Zerstören dich noch und schau mal hier runter. Hi. Ich nehme einfach die Kiste. Sagen wir es so. Night Sword. Eieiei, ihr macht Schaden. Ich wollte den Zauber eigentlich in ihm reinsetzen. So nützt er mir nämlich ein bisschen mehr. Und ich sterbe dabei nicht. Was sagt die Karte? Oh, guck mal, wir haben mal ein Stück fertig erkundet. Wir müssen jetzt wieder zurück. Okay. Hier haben wir auch schon. Ja, hier können wir nach unten oder rechts. Okay. Schau ich doch mal da runter. Um Gottes Willen. Oder ich fliehe und schaue nach rechts. Ihr macht viel Schaden, das weiß ich. Ich habe keinen Mana, um euch zuzuzaubern. Ach, durch. So. Wie auch immer wir das überlebt haben, das war sehr knapp. Ja, wir sind natürlich die epischsten Ritter überhaupt. So, der Spiegel ist kaputt. Der Zauberer kommt hier noch nicht durch. Huch. So. Dafür kommen wir durch mit unserem Schwert durch den Zauberer hindurch. Ach, ich mag das Spiel. Ist echt gut. Muss ich leider sagen. Entweder ist es ein altes Spiel von ihnen. Oder ich verstehe es nicht. Ich glaube, das ist eine Anspielung auf ein altes Spiel von ihnen. Von Keller Door Games. Das sieht ein bisschen anders aus. Oh. Okay. Ich soll die andere Richtung gehen. Gerne doch. Ist ein bisschen Story. Okay, my father is seeking his location within the cursed castle. All who have entered the walls have died, but I am special. I am the son of the king, and there is no greater swordsman that I know of. But to just get past the moat, one must give all the gottel, nicht Gold, they own to Charon. Ist ja halt ne Peter, ne? A truly outrageous price, but I have learned from the town folks that no one dares deny him. To do so... Ne, was? To do so? Ja doch, would be too beautiful. Even my father doesn't know the cost. For if he did, I would never have been able to take this journey. Just passing these gates will leave my family with nothing. But when I succeed, I will have everything that rightfully belongs to me. Oh, I get all hot and bothered just thinking about it. Ja. Das ist ja die Story unserer Ritter. Die hier immer wieder in diese Burg hineingehen. War ich in dem Raum schon wirklich? Naja, bin ich ja sofort wieder rausgegangen. 10 HP. Ich habe zwei. Na, ich kann sogar noch zurückgehen und oben rechts reingehen. Gut, das machen wir auch. Ich möchte nämlich nicht in diesen mehrfach. Ups. Uiuiui, das war schon wieder ein bisschen knapp. Aber gut. Schauen wir nochmal hier lang. Ich habe keinen Mana. Okay. Weg, böser Ritter. Dankeschön. Ah, die erste Boss-Tür. Nochmal ein bisschen Gold sammeln hier. Und nochmal einen Bauplan. Für den Ritterhelm. Wunderbar, vielleicht finden wir ja mal was farblich zusammenpassendes. Sagen wir so, ich finde mich gerade nicht sonderlich schön. Und seit wann braucht ihr drei Schläge? Ach, ihr steigt auch vom Level her mit. Okay. Warum auch nicht? Mein Dash benutze ich auch nie. Achso, jede Schultertaste ist für eine Richtung. Also ich kann auch so machen. Ich kann es auch zurück ausweichen. Ach, das ist ja praktisch. Dann schauen wir doch mal. Zum Boss bringt es auf jeden Fall nicht zu gehen. Weil, naja, sterben kann ich auch woanders in der Burg von mir aus. Na, mit dem Dash geht es schon ein bisschen einfacher. Vielleicht kriegen wir die Kiste.
Oder auch nicht. Weil ich die... Warum wollte ich überhaupt auf die Plattform? Ich hätte einfach weiter am Rand bleiben sollen. Aber Lady Therese hat eine Menge an Feinden getötet. Holy shit. Spike Traps are triggered from Pressure Plates. Ja, danke schön. Hilft mir jetzt auch nichts mehr. So. Sir Taco. Sir Taco the Mage. Trade the Bald and the Beautiful. Okay. Dagger. Messerwand. Anything fast blurry. Warte mal. Ist die Kahlköpfigkeit wirklich der Unterschied, dass dieser rote Zopf nicht an dem Helm dran ist? Okay. Ein Feuerzauber. King Tang, for those who won't get down and dirty. Ich würde gerne mal einen Magier nehmen. Aber wir nehmen jetzt nochmal den hier vorher. Und erhöhen mal den Schaden. Zweimal. Dann schauen wir zum Schmied. Nee, wir schauen zu der Runenfrau. Wir haben ja eine neue Rune gekriegt. Hallo neue Hallo Runenfrau. Ein Helm. Vault Rune grants you the power to jump in the air. Multiple Rune Stack allowing for multiple jumps. Oh, wie schön ist das denn? Guck mal, ich habe einen Doppelsprung. Ach, wie schön. Ach, wie schön. Ich freue mich so. Was bist du? Killing enemies will drain them of the health. Multiple Rune Stack grants enemies to health back. Haben wir da kein Geld leider mehr für. Aber das ist auch eine geile Fähigkeit. Aber guck mal, wir haben einen Doppelsprung. Doppelsprung und Dashen, what the fuck? Nichts kann uns aufhalten. Wird auf jeden Fall unsere Rüstung einmal upgraden. Und was geht noch von unserem Geld? Oh, die Rüstung. Okay. Was kann eigentlich der Schmied Neues? Ein neues Schwert für 375, was viel mehr Schaden macht. Das ist schön. Neuer Helm. Wenn nur 5 mehr wiegt, okay. Gewicht können wir jetzt eh viel tragen. Dann gehen wir nächstes Mal auf Ausrüstung und Ruhen. Wunderbar. Lass mich rein. Take my money and let me in. Ach, wie cool. Jetzt zerstört trotzdem nochmal alles. Weil Geld. Hui. Aua. Ich wollte voll cool an ihn randaschen und ihn dann umbringen, ja? Ach, wie cool das ist. Also, aber leveln die Feinde jetzt auch mit die ganze Zeit? Weil dann würde ich ja nie stärker werden an sich. Dann vielleicht leveln die Bosse dafür nicht mit. Na gut, du bist Level 2. Vielleicht leveln sie einfach umso weiter ich im Schloss drin bin. Kann natürlich auch sein. So, erstmal dahin. So. Dich töten und dich töten. Eieiei, was hier alles rumsteht, ne? Ich weiß gerade gar nicht, was ich zuerst angreifen soll. So, bist du tot? Wie unser Leben auch was voll ist. Dich töten, dich töten, das Geld nehmen. So. Dich töten. Zombie kann uns eh nichts. Nein. Dankeschön. Hui. Ja, langsam, würde ich sagen, geht's voran. Okay, ich sehe die Challenge darin, aber ich weiß, dass ich versagen werde. Ich muss auch gleichzeitig laufen, weil da Stachelfallen sind. Also nach den unteren am besten runter. Oh, da ist doch ein Regal. Das kann ich nicht wiederholen. Diese Regale. Ich habe gedacht, ich habe alles gesehen, ne? Und dann ist da ein Regal. Geil. Ja, ich weiß fürs nächste Mal. Eine Fairy Chest haben wir ja wenigstens schon mal geschafft. Stirb! Böser Ritter. Ich glaube, die Zombies level mit, umso weiter ich bin. Sowas achtet man anfangs gar nicht. Hier wäre das Auge. Wir sind recht stark gerade ausgerüstet. Ich wäre dafür, dass wir es einmal probieren. Was natürlich dann wieder zu kurzer Demo-Zeit führen würde. Aber wenn das volle Spiel draußen ist, werden wir es ja eh noch lang genug spielen. Vielleicht werde ich es auch noch streamen. Wenn ich das Auge besiegt habe, danach mal irgendwann die Tage. The Gatekeeper! Gidio.
You are no challenge for me, Kidia. Verdammt! Okay. Hier, Chris Flammenzauber. Ja, der ist cool. Dreht sich um mich herum. Oh, guck mal, wir haben ihn halb besiegt. Wir haben sogar eine Chance. Lustigerweise. Stirb, Auge, stirb! Level 22, Auge. Auf Doom. Nicht mehr lange. Und der Ritter wird siegreich sein. Hoffe ich doch. Go, Ritter, go! Es ist besiegt! Es ist besiegt! Wir kriegen Gold. Ganz viel Gold. Und ein Diamant, der 500 Gold wert ist. Oh mein Gott. Und noch mehr Gold. Reichtum für uns. Der Ritter war siegreich. Und wir öffnen die Kiste. Set found. MP increase plus 5. Magic increase plus 2. MP increase plus 5. Thanks for playing Rogue Legacy Demo. You are pretty good at games. Wir sind sogar relativ schnell so weit gekommen, ne? Auf B sehen wir... Ah, er lebt ja noch, stimmt. Level 16 waren wir, okay. Da haben wir das Level 22 Viech besiegt. Das Spiel hat sehr viel Speed... Es hat sogar Speedrun-Möglichkeiten mit Level 1 und sowas, dass man da möglichst weit kommt. Gott, das Spiel hat so viel Potenzial. Aber ich würde sagen, das war's erstmal von der Demo-Version. Wir sehen uns, sobald die Vollversion heraus ist. Ja, nur 3 Parts. So traurig es auch klingen mag. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen, genauso viel Spaß wie ich beim Spielen. Eventuell werde ich die Tage nochmal livestreamen, einfach so ein bisschen die Demo. Auch wenn es nicht sonderlich viel zu erkunden gibt, aber wir kommen ja voran, ne? Bis dahin, euer Zombie. Und nicht vergessen, Greenlight und Vorbestellen, beides möglich. Wie man möchte, wie man will.